Hallo Leute. Momentan ist es so, dass wir tatsächlich täglich, stündlich irgendwelche Updates und Informationen zur aktuellen Corona-Situation bekommen und natürlich auch regelmäßig und ständig Updates bekommen, wie es in den jeweiligen Unternehmen und wirtschaftlich gesehen weitergeht. Auch mich hat es tatsächlich jetzt getroffen. Es gab Gespräche Kurzarbeit, es gab Gespräche Urlaub vorziehen. Unbezahlter Urlaub, Zwangsurlaub, Pipapo, alle möglichen Optionen sind momentan so in aller Munde. Ich wollte eigentlich nur zwei, drei Dinge loswerden und an euren gesunden Menschenverstand appellieren. Es ist ganz wichtig, dass wir in dieser Zeit jetzt nicht unbedingt Rechtliches einblenden und darauf beharren, unser Recht, zu bekommen. So nach dem Motto, das und das und das ist doch rechtlich gar nicht möglich und nicht sauber und clean. Und das steht mir so aber zu und pipapo. Ich habe heute ein interessantes Telefonat zu dem Thema geführt, weil ich mir Rat einholen wollte, wie gewisse Dinge bei mir geschäftlich so sauber sind oder legal sind oder zulässig sind. Und es ist so, dass mir dieser Mensch die Augen geöffnet hat und gesagt hat, hey, überleg doch einfach mal, wenn mit deinen Kids irgendwas ist. Dein Chef gibt dir immer frei. Du brauchst Urlaub, dein Chef gibt dir Urlaub. Du willst mal ein tolles Auto fahren, dann gibt dir dein Chef ein tolles Auto. Du willst irgendwo eine Driving Experience mitmachen, mit einem M5 ein Wochenende ballern gehen, dann ermöglicht dir das dein Chef. Also, wir sind ja Weltmeister in nehmen, 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 einfordern, einfordern, einfordern. Und jetzt ist eine außerordentliche Situation, die ja nicht so ist, dass jetzt ein Chef von einem Unternehmen einen seiner Arbeitgeber anficken will, sondern die Wirtschaft zwingt uns ja gerade alle in die Knie und stellt uns alle auf irgendeine Prüfung. Und die Prüfung ist jetzt einfach Loyalität zu zeigen, Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber, denn es ist vermutlich so, das ist jetzt schwer auszusprechen, aber gehen wir mal davon aus, dass unheimlich viele kleine und mittelständige Unternehmen diese Krise nicht überleben werden und jetzt nicht in Form von gesundheitlich, sondern eher in Form von der Wirtschaftlichkeit. Es werden wahrscheinlich Hunderttausende Insolvenz anmelden, es werden Millionen über Millionen arbeitslos werden. Und was uns übrig bleibt, ist die Tatsache, wenn wir jetzt gemeinsam und geschlossen als Teams mit unseren Firmen, mit unseren Mitarbeitern, Angestellten und Arbeitgebern zusammen kämpfen und versuchen, das Maximale aus der Performance rauszuholen, was momentan möglich ist, dann gibt es zwei Optionen. Wir schaffen es gemeinsam, aus diesem Scheißloch rauszukommen und können uns danach auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben es geschafft, weil wir ein Team sind. Oder es gibt die Option, dass man jetzt aufgibt, indem man rechtlich der Meinung ist, irgendeinen Willen durchsetzen zu müssen. Wird sicherlich auf der Abschussliste die Nummer 1 sein, wenn es dann möglich ist, einen Arbeitnehmer loszuwerden, weil Loyalität war halt nicht vorhanden, also brauchen wir den auch nicht. Und dann könnt ihr euch am Ende auch nicht auf die Schulter klopfen, sondern dann seid ihr gegangen, kampflos und habt einfach aufgegeben, während ein Arbeitgeber, der euch vielleicht die Chance gibt, einen Job zu haben, der hoffentlich nicht schlecht bezahlt ist und die Konditionen grundsätzlich auch cool sind, dass ihr den jetzt einfach alleine lasst und vergisst, was er vielleicht immer wieder und immer wieder Gutes und Positives für euch getan hat, wenn ihr irgendwelche Wünsche hattet, wo ihr auf seinen Zuspruch oder seine Hilfe angewiesen wart. Denkt mal drüber nach. Ich für mich habe meine Rückschlüsse gezogen. Ich war heute Morgen auf Konfrontationsmodus und seit heute Mittag auf dem Modus, dass ich ein Ego habe, welches ich befriedigen muss. Und mein Ego, ihr kennt mich, ist in der Tat nicht aufgeben und Flinte ins Korn werfen, wenn es mal ein bisschen schwierig wird, sondern eher ganz im Gegenteil, kämpfen und siegen, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Und das ist die Devise und die möchte ich euch gerne weiter vermitteln, dass euch vielleicht die Augen geöffnet werden durch die Worte, die ich gerade an euch gerichtet habe, weil diese Worte waren für mich auch wichtig, nachdem sie erst an mich gerichtet wurden. Vorher habe ich das nämlich auch ein bisschen eingeschränkt gesehen. Und jetzt noch kurz was zur allgemeinen Situation. Ausgangssperre wird vermutlich kommen, liegt aber daran, weil wir Deutschen oder in Deutschland Lebenden zu blöd sind, um uns an irgendwelche Regeln zu halten. Und die Regel besagt,
reduziert auf ein maximales eure sozialen Kontakte. Bleibt zu Hause, schont euch und schützt vor allem eure Familien. Und das könnt ihr nicht machen, wenn ihr in Parks oder sonst irgendwo gammeln geht oder in den Straßencafés chillt oder sonst einen Scheiß. Es ist wirklich wichtig, dass wir dem Folge leisten, weil ansonsten nimmt es Ausmaße an, siehe Italien und Co. Die wurden überrannt. Wir haben jetzt noch ein bisschen die Chance, nur so ein Funken, ein bisschen was dagegen zu tun. Aber es geht nur, wenn wir es auch tun. Und wenn wir jetzt meinen, wir haben alle Urlaub und sonst wie und Chill-Modus, es funktioniert nicht. Also tut mir den Gefallen im Interesse der Gemeinschaft und der Gesellschaft. Bleibt zu Hause, reduziert alles wirklich aufs Nötigste. Und dann haben wir einen Funken Hoffnung, relativ zeitnah und sauber aus dieser Nummer rauszukommen. Und ja, so viel dazu. Darf gerne geteilt werden. Peace out. Und passt auf euch auf und bleibt gesund.